Auf dem Weiterweg an versteckten Mühlen vorbei hört man auch heute volltönende Hammerschläge erklingen, die melodisch das Tal erfüllen. Die Schwarzenmühle zählt zu den ältesten Mühlen des Taubertales. Anfänglich war sie Klostereigentum, später deutsch-ordisch, bis sie 1573 Müllermeister Schwarz übernahm. Das heutige Müllergeschlecht, Kleinschroth, hat Vorbildliches geleistet. Im Wohnzimmer wird bestätigt, dass ein richtiger Müller sein Brot selber pflanzt, mahlt und backt. Das mittelschlächtige Wasserrad aus Eichenholz dreht sich schon seit 1888 fast ununterbrochen. Sein Durchmesser beträgt 6,80 Meter, die Geschwindigkeit etwa 12 Umdrehungen pro Minute. Vom parallel laufenden Königsrad aus wird dreimal übersetzt, um dann etwa 200 Umdrehungen zu erreichen. Das Königsrad hat Holzkämme, das Übersetzungsrad Metallzähne. Der Spindelwagen war die entscheidende Erfindung auf dem Gebiete des Mühlenbaus. Mit ihm war die Umwandlung der in einer senkrechten Ebene erfolgten Drehbewegung des Wasserrades in die waagrechte des Mahl- oder Läufersteins ermöglicht worden. Hier sieht man das alte Mühlwerk der Schwarzen Mühle. Es wird vom Wasserrad angetrieben. Das große Rad ist das Königsrad. Die Kammern sind aus Weißbuchenholz. Das kleine Rad ist aus Eisen. Danach folgt das Kegelrad, die gleiche Übersetzung. Und hier wird der Mahlgang angetrieben. Im feststehenden Bodenstein dreht sich das Mühleisen, die Antriebswelle des Läufersteins. Das Mahlgut wird durch die Elevatoren hochgefördert in die Plansichter. Melodisch und rhythmisch klappert die Mühle im Tal. Der Rüttelschuh oder Tanzmeister des Schrotganges gibt den Ton an. Die Mehle sind unterschiedlich und werden im Mischtrichter zu den verschiedenen Typen zusammengemischt und anschließend abgesackt. In der Schwarzen Mühle wird der Aufzug, gleichfalls wie alle anderen Einrichtungen noch heute, von der übersetzten Wasserkraft angetrieben. Allerdings hat die Entwicklung der Elektromotoren um die Jahrhundertwende dazu geführt, dass die Mühlen des Taubertales mit den besteingerichteten industriellen Mehlfabriken nicht mehr konkurrieren konnten.